Heute vor 83 Jahren ließ Kapitän zur See Hans Langsdorff, der Kommandant des deutschen Panzerschiffes Admiral Graf Spee, sein Schiff von der eigenen Besatzung im Rio de la Plata vor Montevideo versenken. Spee wollte in der Hauptstadt Uruguays seine in dem Seegefecht vom 13. Dezember 1939 erlittenen Beschädigungen reparieren. Das Schiff hatte 20 Granattreffer erhalten, die unter anderem die Lebensmittellager, die Dieselölreinigungsanlage und die Feuerleitung zerstört und das Vorschiff leckgeschlagen haben. Die von der Regierung Uruguays gesetzte Frist von 72 Stunden reichte dazu nicht aus. Nachdem zwei Tage vorher die 36 Gefallenen bestattet und die 60 Verwundeten in Hospitäler gebracht wurden, ließ Kapitän Langsdorff sein Schiff außerhalb der 3-Meilen-Zone ankern und kurz vor Ablauf der Frist detonierten die selbstgelegten Sprengsätze. Spee legte sich in dem seichten Wasser auf die Seite und brannte drei Tage lang.